Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu Absu. Ich habe mit von meinem Netzwerk, Alliance ist das beste Netzwerk der Welt übrigens, und 505 Games einen Key für Absu bekommen, was absolut super sein soll. Ich glaube, diesen Witz hat bis jetzt auch schon jeder gebracht. Und ja, ich dachte mir, wir zocken das jetzt mal zusammen und gucken, ob das wirklich so geil ist, wie jeder behauptet. Deswegen, nicht lang schnacken, los geht's. Okay, wo auch immer wir hier gerade sind, aber irgendwie hinten ist Land in Sicht, glaube ich, ne? Schauen wir mal. Ah, invertierte Steuerung. Das könnt ihr doch nicht machen. Zum Schwimmen gedrückt halten, okay. Oh, das ist voll schön. Guck mal. Noch ein bisschen beschleunigen. Ein bisschen Fische ärgern hier. Das ist wirklich voll schön. Boah, guck mal da, ein dicker Fisch. Hallo, dicker Fisch. Was macht... Oh, oh. Was? Cool. Kann ihn sogar steuern. Wie cool ist das denn? Ui. Das ist cool. Ich habe 3 Minuten gespielt und ich bin schon mega begeistert. Musik, ne? Hör mal. Hui. Ich will mich umgucken. Fische. Ich bin ja eh so ein Fischfreund, ne? Aber was ist das denn hier? Ist das irgendwas? Ui. Trompetenfisch? Uch. Oh, ich habe Fische freigelassen. Cool, ich will mehr Fische freilassen. Was ist das denn da? Bist du? Kann ich dich mitnehmen? Oh, ist das so ein Antriebsding? Ah, nee. Huch. Süß! Was macht es? Es folgt mir. Okay. Erstmal noch ein bisschen umgucken. Hier kann ich vielleicht noch ein paar Fische freilassen. Was kommt denn hier raus? Der Leopardenhai. Oh oh. Ah, die sind noch klein. Das geht ja noch. Kann ich da oben auch aus dem Wasser gucken? Huch, nein! Leopardenhai frisst meine Fischchen weg. Guck mal, das ist noch so ein Ding.
Ah, das blinkt, wenn irgendwas in der Nähe ist. Kann das? So, gerade hat es geblinkt. Das ist noch so ein Teil. Ich möchte hier mal rausgucken. Hier scheint aber soweit nichts zu sein. Alles klar. So. Dieser Grafikstil ist so schön. Ist unglaublich. Da waren wir schon, ne? Genau, da kamen die Haie raus. Ich glaube, da vorne waren wir noch nicht. Ja, genau, da ist noch so ein Teil zum Freilegen. Oh, da war eine Krabbe links im Bild. Haha, süß. Komme ich da jetzt durch? Was ist das hier? Ah, guck mal. Das ist aber nett von dir. Vielen Dank. Oh. Großer Hai. Hat Angst vor mir. Was sind das denn? Sind das Muränen? Guck mal, Muränen. Ist da unten irgendwas? Muränen sind ja eigentlich, da muss man ja ein bisschen aufpassen normalerweise, ne? Ich will wissen, ob es hier oben noch irgendwas gibt. Ich bin ein neugieriger Dude. Aber das sieht nicht so aus. Aber wo sind denn hier die Löcher im Wasser? Huiuiui. Das war so nicht geplant. Aber hat mir immer ein Achievement gebracht. So, von wo komme ich jetzt? Ich habe das schon wieder vergessen. Von da. Genau. Huch. Steuerung ist manchmal gar nicht so einfach. So, hier möchte ich lang. An den Muränen vorbei. Guck mal da, eine Muschel. Huch. Scheint mir jetzt nicht sonderlich irgendwie irgendwas gebracht zu haben. Vielleicht einfach so Collectibles oder so. Ich frage mich immer noch, wozu diese Dinger da sind. Leuchtet was. Was ist das denn? Sieht aus wie so eine verlassene Stadt oder so, ne? Das interessiert mich jetzt. Was ist das denn, so ein Strudel? Huch! Bin ich jetzt gelandet? Hallo? Ui. Guck mal, das scheint so ein Hub zu sein oder so. Anscheinend. Was ist das? Moment. Der Fisch sieht wichtig aus. Ach, so ein Fossil, ne? So ein altes. Zumindest sieht das Ding aus wie das Pokémon. So. Ui. Meine Flossen haben geleuchtet. Wie habe ich das denn gemacht? Wenn ich im richtigen Timing beschleunige, dann leuchten die so. Ui, Rochen. Rochen sind toll. Ich bin begeistert. Fische sind super. Oh, das Wasser steigt. Ja, da war da vorhin auch schon Wasser. Ich bin noch. Bin ich verwirrt.
Wo sind jetzt die Rochen? Oh, das sind die Rochen. Kann ich auf den reiten? Sven neugierig. Will auf Rochen reiten. Ja! Ui. Krass. Aber wieso ist denn da unten Wasser geflutet und ich schwimme eh? Das raff ich nicht. Das ist mir egal, das Spiel ist so schön, da hinterfrage ich sowas einfach nicht. Guck mal, Quallen. Und irgendwelche alten Wandmalereien, guck mal da. Oh, ein Wal. Geil, ich will so einen Wal finden. Und dann mit einem Wal schwimmen. Gut, dass mir diese komischen kleinen Knubbels hier Licht geben. In welcher Ecke komme ich denn jetzt raus? Huh! What? Nein! Der hat einen von meinen Knubbels gefressen. Na toll. Ich mochte meine Knubbels. Ich habe noch zwei. Ha! Scheiß Hai. Gibt's ja auch Harpun. Ich hab keinen Bock mehr auf Haie. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich möchte meinen Unmut hiermit ausdrücken. Oh Mann, Strom. Bin ich wahrscheinlich jetzt mit ordentlicher Geschwindigkeit bewegen. Hui! Gucken, ob es vielleicht noch irgendwas gibt zwischendrin. Was ich mitnehmen kann oder so. Na, ich will aus dem Wasser springen. Ach, schade. Oh, ach, die konnte ich mitnehmen. Das sagt mir doch mal einer. Was auch immer ich davon habe, außer weniger Sicht, aber... Huch. Ah, da sind noch mehr. Der Hai. Oh oh. Kann ich da abbiegen? Ich will ihm hinterher. Nee, kann ich nicht. Schade. Ich habe ein ernstes Wörtchen mit dem geredet. Hui! Oh, ist das schön. Oh, guck mal da. Was bist du? Für ein Riesenfisch. Mit dir schwimmen. Nicht wegrennen. Oh. Ein gemeiner Delfin. Oh. Aus dem Wasser springen. Cool. Das ist aber ein gemeiner Delfin. Gibt es auch nette Delfine? Was unterscheidet die Gemeinen von den Normalen? Warte mal, kann man da unten... Jetzt mal wieder ein bisschen umgucken. Ist das hier irgendwas Besonderes? Oh. Back Button to Meditate. Was ist denn der Back Button?
Huch. Was, kann ich mir die Fische angucken, die hier sind, oder was? Ah, süß! Der Napoleon-Lippfisch. Ach cool, wenn ich meditiere, kann ich mich hier einfach umgucken. Oh, wie cool. Ja, eigentlich wollte ich jetzt erstmal kurz gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Guck mal, da ist nämlich noch was. Eine Muschel. Ich habe gar keine Begleitermons mehr, ne? Meine zwei Knubbels sind weg. Weil ich wollte eigentlich hier rein. Komm ich dann trotzdem hier rein? Nö. Scheiße. Hab ich gar nicht mitbekommen, dass meine Knubbels weg sind, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Ah, hier haben wir noch einen. Kann der mir auch direkt mal hier den Weg öffnen, sofern er nicht direkt vom Hai gefressen wird. Hier. Einmal aufmachen, bitte. Ah, Schildkröten! Kann ich mich hier auch festhalten? Nö. Obwohl die Fische eigentlich groß genug... Ah, ich will auf so einer Schildkröte reisen. Oh Mann, das klappt nicht. So findet Nemo-Style. Ah, da ist eine Muschel. Die habe ich bekommen. Ich weiß nicht, also bis jetzt haben die, glaube ich, die Collectibles ja noch nicht viel gebracht. Macht aber auch nichts. So, nicht der... Orcas! Ich liebe Orcas! Ich will mich festhalten! Kommen bestimmt gleich auch noch so irgendwelche riesigen Wale. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Ganze ist, also von daher. Schauen wir mal. Bin schneller als ihr. Hui! Oh, ist das cool. Das neues Dingsbums. Korrekt. Freunde, das werden wir auch mitnehmen, allerdings nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich hoffe, ihr seid dann auch noch mit dabei, weil das Spiel ist an sich echt geil. Man macht zwar nicht viel so rumschwimmen und Fische gucken, aber das ist so atmosphärisch, mega cool. Ja, dann sehen wir uns morgen 17 Uhr zu einer weiteren Folge oder 15 Uhr, weiß ich noch gar nicht. Schauen wir mal. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.